Zurück in Amalur sind wir hier. Ja, wo sind wir eigentlich nochmal? Wir sind hier, wie nennt sich dieser Ort? Wir sind in der Seewacht. Genau, da sind wir drin, ne? Und wir haben hier mehrere Dinge zu tun, aber hier steht jetzt jemand und der möchte Hilfe und den haben wir wahrscheinlich damals nicht dazu genommen, um uns einen weiteren Nebenquest zu ersparen. Aber jetzt sprechen wir den Byrn Elgar mal an. Was will der jetzt hier eigentlich? Oh, wie kann ich euch jemals danken? Was war das für ein Martyrium? Schrecklich. Aber erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Byrn Elgar, oberster Diener des Hauses Ancilla. Was bedeutet, dass ich nun, da das Haus nicht mehr existiert, euch diene? Versteht mich nicht falsch. Ich habe den Herrn und die Herren verehrt. Doch meine erste Pflicht gilt der Festung selbst. Also Seewacht. Das ist jetzt mein Schloss? Oh doch! Seht ihr etwa noch jemanden, der eines solchen Preises würdig wäre? Wohl kaum. Seewacht war die erste Ancilla-Festung und die beste. Doch ohne ihre Bediensteten ist sie ein einsamer Ort. Ihren Mauern fehlen die Stimmen, die sie einst füllten. Als euer neuester und einziger Berater schlage ich vor, dass wir mit den Renovierungen beginnen. Sie werden teuer, gewiss, doch es wird sich lohnen. Oh ja. Bau mal um, auf ans Werk. Wunderbar, Herrin, wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen. In den Gängen von Seewacht wird wieder Fröhlichkeit herrschen. Wenn es denn jemanden gäbe, der für Fröhlichkeit sorgen könnte. Wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte. Vielleicht könnt ihr die ehemaligen Bediensteten zur Rückkehr bewegen. Oh ja. Ich würde mit Conny beginnen. Conny. Einer schrulligen Feinalchemistin, die als Gärtnerin einen Platz im Herzen unseres Meisters erobert hatte. Conny war einzigartig, selbst unter ihresgleichen. Zuletzt haben wir die arme Kreatur gesehen, als sie von Bolgans gejagt wurde. Ich fürchte, sie wurde gefangen genommen. Oh, Conny. Conny, wo ist Conny? Sie ist oft durch die Gärten des alten Schlosses Ancilla gewandert, wo die Familie lebte. Es heißt, sie wurde von den Bolgans eingesperrt, das arme Ding. Ja. Lebt wohl. Warte mal. Ihr habt einen langen Weg vor euch. Ich würde zunächst in der Nähe suchen, vielleicht in einer anderen Maro. Tatsächlich, Herrin? Ihr wünscht etwas über mich zu erfahren? Nun, ich bin Byrn Elgar, jener, der allein dafür lebt, auf Seewacht zu dienen. Wo soll ich da anfangen? Nun ja, ich habe mich schon um den jungen Lord gekümmert, bevor er zum Herrscher über all diese Ländereien wurde. Anschließend war ich Lehrmeister und Diener seines Sohnes, des jungen Meister Dren. Ancilla war einst ein gewaltiger Name, ein gewaltiges Geschlecht. Es gibt nur noch wenige wie sie, zumindest aus der alten Ordnung. Aus der Zeit, als Yosalfa und Dokkalfa noch ein Volk waren. Diese Burg sollte ein Bollwerk gegen die Horden sein. Eine letzte Kriegsbastion gegen jegliche Angriffe. Und genau das war sie auch. Wenn auch nur theoretisch. Lord Ancilla hatte ihren Bau während seines Lebensabends in Auftrag gegeben. Und sie wurde Monate vor der Invasion durch die Bolgan fertiggestellt. Doch offenbar einige Monate zu spät. Okay. Lebt wohl. Dann erstmal Ade, wir kümmern uns um deine Conny. Wir wollen ja, dass das hier wieder ein bisschen belebter wird. Das sehe ich ein. Welchen Quest haben wir jetzt gerade? Weil, ach so, ja, vielleicht sollte ich auch sagen, dass ich das mit Drehen und seinem Ancilla-Schlüssel bla blups jetzt schon gemacht habe. Also ich habe da die Sachen eingesammelt. Ich habe noch eine Puppe eingesammelt und ich habe dieses Amulett jetzt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Bin ich jetzt schon drüber hinweg? Ach so, das war nicht hier, das war bei Accessoires. Königliches Siegel von Ancilla. Dieses fachmännisch gefertigte Silbermedaillon mit grünen Juwelenanlagen trägt das Emblem des Königshauses von Ancilla, einem alten Adelsgeschlecht von der Kelet-Küste. Und dementsprechend, wir haben jetzt alles eingesammelt. Und alles, was er eben noch so wollte, hier, Klingen und Siegel und habe ich. Zwei Puppen habe ich, mir fehlen noch drei. Aber um die zu finden, müssen wir wahrscheinlich auch raus. Oder müssen wir das auch hier drinnen machen? Müssen wir das hier drinnen machen? Denn dann bleibe ich gleich hier drinnen. Ich versuche halt so wenig wie möglich Laufweg zu haben. Und wir müssen raus. Okay. Gut. Gehen wir raus, die Maus.
Conny ist da hinten? Conny ist da hinten. Okay. Conny, ich komme. Gehen wir mal nach Sincere und gucken nach Conny. Und ich glaube, dass wir hier auch gar nicht mal so falsch sind für die anderen Sachen. Den Singstein hatten wir schon mal irgendwann mal eines Tages. Kann ich denn jetzt hier lang, wenn ich nicht hier runter kann? Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse diese Wege. Das nervt mich so. Ach, ja. Sind hier auch Puppen? Tatsächlich, auf der anderen Seite. Okay, dann müssen wir da sowieso hin. Ja, ihr wollt mich jetzt verfolgen, oder was? Ja, nee, ist klar. Und dann auch noch die Tuata. Ist klar. Die können es nicht bleiben lassen, die Tuata-Idioten, echt. Tuata-Idioten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, Gutflo ist tot und die... wir greifen einfach an. Wir schaffen das. Wir lassen die Tuata wieder aufleben. Bla, bla, bla. So, die kommen alle. Die kommen wirklich alle. Anscheinend waren wir hier beim Schloss Ancilla noch nicht. Wirklich. Weil sonst gäbe es hier nicht ganz so viele Feinde noch. Und sonst hätten wir diesen Ort auch schon mal entdeckt. Das ist ja gut zu wissen. Wen haben wir hier? Weg mit dir. Der hatte eine Puppe. Okay. Kannst du mal auf die zielen? Hier endet es, Staubling. Ja, nun krieg ihn doch mal. Völlig gelangweilt. Hallo, kannst du jetzt bitte sterben? Dauert mir hier zu lange. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Das war noch eine Puppe, finde ich schön. Ich glaube, wir sollen jetzt hier auch rein. Es ist verschlossen. Kann nur mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Das ist ja toll. Kriege ich den her? Was macht man da? Kriege ich den von dem hier? Nö, da kriege ich nur olle Feinklingen. Was hat der noch? Sammeln mal lieber alles ein, dann verwirrt mich das nicht immer so. Moment mal, Quest. Um da reinzukommen, das war jetzt für die Puppen. Dann suchen wir, wo ist die Conny? Conny ist da auch drinne. Wie komme ich denn da rein? Mit dem Hebel? Ist hier irgendwo ein Hebel? Oder brauche ich da echt einen Schlüssel vor, den ich nicht habe? Kann nur mit dem richtigen Schlüssel. Na toll. Kann mir das nicht mal jemand vorher sagen? Guck mal, hier ist noch eine Bandruhe. Eine schwere, die machen wir mal. Yay! Geschafft. Juhu, gebannt. Schön. Schön, und wie komme ich da jetzt rein? Da schon ein bisschen doof. Was ist hier? Toll. Weichkrabbelpulver. Wer braucht das denn? Ich brauche einen Schlüssel, um hier reinzukommen. Was mache ich denn jetzt? Ich bin verwirrt. Was kann ich denn dann stattdessen gerade machen? Und wenn wir das erstmal dem Typen zurückbringen, seinen Kram, vielleicht kriegen wir dann den Schlüssel oder so. Vielleicht klappt das ja. Bleibt ruhig.
ist ja eure... Ich habe seit eurem Aufbruch nicht geschlafen. Mir gingen immer wieder die letzten Augenblicke mit Hillaret durch den Kopf. Das Kaminzimmer. Der Kuss, den sie mir gab. Gleichsam als Andenken. Mm. Ihr habt meine Familie wiederbelebt. Diese Artefakte werden den Namen an Scylla an der Kelet-Küste erneuern. Ich muss einen würdigen Weg finden, euch zu danken. Nehmt ihr die Verdant-Kling, bitte. Ich will nicht mit Feuer und Furcht über mein neues Reich herrschen. Das Siegel ist genug. Endlich bricht ein neues Zeitalter an. Okay. Ja. Ich war erst 10, als die Bolgan kam. Und ich habe nur bruchstückhafte Erinnerungen an diesen Ort. Die Schreie meiner Mutter, meines Vaters Blut an meinen Stiefeln. Ich habe jede einzelne Münze unseres Familienvermögens in den Krieg investiert. Ich wusste, eines Tages würde ich an die Küste zurückkehren und wieder erlangen, was mir gehört. Hm. Wir standen uns einst sehr nahe. Ich weiß nicht, was es war. Kindliche Liebe? Torheit? Oder vielleicht auch mehr? Wir wussten, es war gegen den Willen unserer Eltern, doch das kümmerte uns nicht. Wie romantisch. Lebt wohl. Dann habe ich jetzt Pech, ich komme da auch nicht so irgendwie, ich komme da nicht rein. Das ist schon echt... Könnt ihr die Bolgan riechen? Echt blöd. Weiß jetzt nicht so richtig, was ich da machen soll, weil ich nicht weiß, wie ich da reinkommen kann. Ja, toll, Schloss an Scylla. Wie komme ich denn da mal rein? Versuch das jetzt nochmal und wenn das nicht klappt, dann... Ja. Ich weiß gar nicht, wo... Oh, ah! Erschreckt mich nicht so. Da macht man mal eine Schnellreise und dann das. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich möchte gerne in das Schloss rein, aber ich weiß wirklich nicht wie. Mir wird hier aber was angezeigt. Warum wird mir das hier angezeigt? Warum? Kann man hier durch? Soll ich hier runter? Finde ich dann hier einen Weg? Ah! Wie? Komme ich hier rein? Hä? Das ist ein Ausgang, ein Eingang. Was soll mir das sagen? Ich bin verwirrt. Hm? Ist das irgendwie ein Bug jetzt oder bin ich doof? Oder ich meine, das sieht alles... Sieht jetzt, ich verstehe das gerade nicht. Karte. Conny finden. Also, ja. Absprungspunkt. Mir wird jetzt Conny angezeigt, aber ich check gerade nicht, was ich machen soll. Die wird hier irgendwo sein, da unten im Schloss, vielleicht im Kerker vom Ancilla-Schloss oder Gebäude. Aber von der Seite komme ich auf keinen Fall rein. Wo ist die denn? Und wie komme ich die? Wie kriege ich die? Das ist eine gute Frage. Tja. Weiß ich nicht. Und da drinnen sind auch die anderen Puppen. Ich gehe mal zu ihm hier und helfe ihm mal. Der braucht bestimmt auch Hilfe. Ihr dort. Ihr müsst mir helfen. Sag ich doch. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich bin der Letzte. Die anderen... Vielleicht leben sie Vielleicht hast sie du ja noch. Einen Schlüssel. Was ist passiert? Ich bin Fynn. General Fynn von Tileras Armee. Meine Männer und ich waren Teil einer Einheit namens die Ariad, die nach Chlorikon vorrückte, um den einfachen Soldaten den Weg freizuräumen. Wir waren gerade dabei, die Verliese in Schloss Ancilla zu sichern, als es geschah. Eine Bande von Tuata rückte an, um das Schloss als Verteidigungsstellung zu sichern. Ich habe versucht, uns herauszukriegen, doch wir waren umstellt, gefangen. Dieser törichte, gefreite Gutliff hat mich in das Abflussrohr gestopft und ich habe mir das Bein gebrochen. Mehr weiß ich nicht. Was ist da drin los? Ich bin nicht ganz sicher. Alles ging sehr schnell. Aber wie es scheint, wollen die Tuata hier eine provisorische Verteidigungslinie errichten, um unseren Vormarsch an der Kelet-Küste aufzuhalten. Wenn sie uns hier aufhalten können, gibt ihnen das Zeit, um im Süden einen starken Gegenangriff vorzubereiten, am Neumondhügel und tief in Alabastra. Ich werde ihnen folgen. Ihr seid eine mutige Seele.
Krieger wie ihr müssen in Melsenshir den Unterschied ausgemacht haben. Ich war nicht dort. Doch wie man hört, war es eine gewaltige Schlacht. Die Tore von Ancilla sind verrammelt und verteidigt. Aber ihr könnt euch unbemerkt durch das Abflussrohr in das Schloss schleichen. Unangenehm, aber zumindest ein direkter Weg. Yay. Findet den gefreiten Gotlif. Ich fürchte, er ist der Letzte, der noch lebt. Noch habe ich Hoffnung. Doch ich mache mir keine Illusionen darüber, was ihr finden werdet. Danke. Und auf bald. Okay, wie komme ich hinein? Ihr könnt die Verteidigung der Festung umgehen, indem ihr durch das Abflussrohr klettert. Meine Männer warten. Ich mach das mal an. Das ist ja klasse. Vielleicht können wir denn jetzt... Vielleicht geht es jetzt. So, euch mache ich platt. Ja. So, gib mir deine Kohle oder auch nicht. Dann eben der hier und der da. Und dann hat sich's hoffentlich. So, dann versuchen wir das nochmal mit dem Abflussrohr. Weh, das klappt jetzt nicht. Ich muss da endlich reinkommen in das Schloss. Wäre ja gelacht, wenn das nicht geht. Ja, jetzt geht's auch. Schacht nach Schloss Ancilla. Uhu, wir sind drin. Hey, auch ohne Schlüssel. Haha, ausgetrickst. So, jetzt sollen wir den Typen finden, aber wir werden hier wahrscheinlich auch anderes finden. Zum Beispiel eine Puppe. Ich rieche den Gestank. Ich spüre hier noch Zorn. Ich sollte hier noch Zorn spüren. Du Vogel, Tiernoch ist wegen mir gestorben. Mann. Ihr kriegt auch gar nichts mit. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Bereit zu fallen, Sterblich? Bist du bereit zu fallen? Guck mal, wie der da jetzt hängt. It's beat your... Ne. Achso, ich dachte, der zuckelt noch weiter vor sich hin. Na gut, dann nicht. Ah, hier noch was? Kappen der Lähmung. So, vielleicht können wir ja ein bisschen die von hinten mal wieder schnappen. Die werde ich mal wegpacken. Die weiß ich nicht, ob die besser sogar sind. Die Beine der Gottesanbeterin. Die Beute ist vor dem Angriff tot. Feiensprichwort. Nehmen mal wieder unsere Dolche und dann werden wir die hier von hinten. Ne. Ob ich den krieg, weiß ich nicht, aber wir probieren es mal. Die sind nämlich ein bisschen schneller und schlauer oft. Ha. Läuft aber ganz gut. So, jetzt noch ihn hier. Darf sich nur nicht umdrehen. Dreh dich nicht um. Ha. Das bringt nämlich immer wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Und was haben wir hier in der Truhe? An Lady Ancilla. Okay, Inventar ist voll. Das kriegen wir aber hin, dass wir das ein wenig entleeren. Ich glaube, ich habe noch was im Plunder. Ja. So. Oh, kannst du das mal bitte einfach machen? Kann doch nicht so schwer sein. Wächter Chakrams. Muss mal eben gucken. 133, 123. Sind aber Stufe 18. Die sind gar nicht mal so schlecht hier, die Wächter Chakrams. Einen guten Eisschaden und sogar was gegen Niskaru. Die würde ich jetzt ungern gerade mal austauschen. Muss ich mal an meiner Truhe zu Hause vergleichen. Haben wir hier irgendwas, was wir wegpacken könnten? Das kann ich nicht. Was ist mit den Beinpanzern hier? Nee. Die sind gut, aber die haben einfach noch zu viel Macht. Zumindest noch. Das Schild könnten wir wegpacken. Und die Dinger, die könnten wir auch wegpacken. Das brauchen wir auch nicht. Wieder ein bisschen Platz. So, dann nehmen wir nochmal irgendwas an Konsumkram zu uns. Da haben wir nämlich eine ganze Menge. Das muss nicht sein. So.
So. So, jetzt haben wir einen Brief an Lady Ancilla. Sowas lesen wir uns gerne auch nochmal durch. Schön, dass ich das nicht aufschließen kann. Das ist sehr, sehr schade. Und zwischendurch muss ich auch beim Quest mal gucken. Wo sind hier die Puppen? Alles klar, die sind nämlich auch hier irgendwo. Können wir uns da wieder ranschleichen? Ich versuch's mal. Der Tuata-Typ könnte uns finden. Ich glaube, der findet uns jetzt, ne? Ja. Ich verabscheue das Sterbliche. Bereit zu fallen, Sterbliche. Warte. Ich wechsle eben hier. Wir benutzen die neuen mal hier. Gott, Mann, brauchen die denn immer so lange? Manchmal nervt das auch. Nein, ich will diesen komischen Hammer nicht. Hammer sind doof. Können wir die rausholen? War, das ist die Person, die wir mal sprechen sollten, ne? Das ist bestimmt Conny. Conny ist da drin. Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich einen Conny da raus? Conny? Conny, wie kriegen wir dich da raus? Sag mal. Vielleicht hat ja irgendeiner hier so einen Schlüssel. Hallo. Wer kämpft denn da? Lass die Person mal in Ruhe. Nimm mal andere Waffen, die sind mir irgendwie zu lasch. Mann, was sind die denn so hartnäckig? Oh, nein! Oh Gott! Das darf doch nicht wahr sein. Nein, ich bin gestorben und ich habe nicht auf meine Energie tatsächlich geachtet. Ich bin schon wieder so übermütig. Oh Gott. Jetzt muss ich da noch mal rein. Das ist ja doof. Das ist ja echt voll scheiße gelaufen. Leicht blöd peinlich. Denn eigentlich ist das nicht nötig, dass ich sterbe. Logischerweise habe ich so viele Tränke, die ich nehmen könnte, aber was mache ich? Ich achte einfach nicht drauf. Der Tod ist ein Teil des Kreislaufs. Ach, sterb, Staubling! Gott sei Dank waren wir noch nicht so weit gelaufen, sodass es schnell geht. Blöd, trotzdem blöd. Das sind auch die, die ich eigentlich heimlich ermeuchelt habe. Das ist viel besser. Okay. Nochmal das Ganze. Das geht natürlich wieder nicht. Oh Mann, oh, das ärgert mich jetzt echt total, dass ich da gar nicht auf meine Energie geachtet habe. Ja, ich bin ein bisschen dran gewöhnt, dass wir jetzt sowieso immer alles schaffen. Euer Ende,
Aha. So, da ist wieder Conny. Ein zweites Mal und nochmal sammeln wir die Dinge ein. Tut mir leid. Oh, jetzt kriegen wir aber was anderes als vorher. Das ist ja interessant. Guck mal, da ist jetzt diesmal kein Hammer drin, sondern was anderes. Ja, daran sieht man wieder, dass das Spiel sich aber auch immer wieder neu generiert sozusagen. Interessant. Dann werde ich jetzt die Sachen nochmal aussortieren und nochmal gucken. Und Conny werden wir befreien und die Puppen uns holen. Und ich werde nicht wieder sterben. Auf keinen Fall. Bis dann.